NATO oder Teil der NATO, besser gesagt, und sind für den Schutz der Zivilbevölkerung zuständig. Diese wird immer öfters von Piraten überfallen, gerade in Küstennähe. Und generell versuchen hier die Piraten, deren Namen noch nicht feststeht, beziehungsweise die selbst nennen sich die Altespiraten, was relativ einfallslos ist, meiner Meinung nach. Genau, die treiben halt hier ein Altes und Umgebung, ein bisschen ihr Umwesen und versuchen halt wirklich auch gezielt Zivilisten anzugreifen, beziehungsweise zu entführen und zu töten. Vorgestern kam es zu einem äußerst brisanten Fall, als praktisch eine Zivilmaschine hier in der Nähe vom Airfield mit einer Antiluftrakete getroffen wurde und einer abgestürzt ist. Der Pilot konnte zum Glück noch notlanden und soweit Schlimmeres verhindern. Wir konnten dann in den letzten 2 Tagen aufklären, von wo aus die Luftabwehrrakete abgeschossen wurde. Wenn ihr mal die Karte öffnet, dann habt ihr da so eine rot umkreiste Insel mit Punkten. Ja. Idee, ne? Positiv. Ja. Matze, du gibst uns irgendwelche komischen Geräusche von dir, aber ich nehme mal an, du hast verstanden. Das war mein Ja. Genau. Wie gesagt, dort haben wir mehrere Luftabwehrstellungen aufklären können, die sich auf dieser Insel befinden. Natürlich befinden sich auf der Insel auch mehrere von diesen Altespiraten, die dort so einen kleinen Unterschlupf betreiben und von dort aus immer den südlichen Teil von Altes so ein bisschen versuchen zu kontrollieren. Die NATO will da jetzt auch nicht mehr länger zuschauen, deswegen haben wir heute den Auftrag bekommen, uns zu dieser Insel zu begeben und dort einen Vernichtungsauftrag durchzuführen. Das heißt, wir werden die Insel komplett sichern und alles, was wir dort an Piraten sehen, entweder gefangen nehmen oder gegebenenfalls, wenn die sich wehren, ja, zu eliminieren. Soweit wir wissen, ist auf der Insel sind ungefähr in Gruppengröße, was die Mannzahl angeht, sind aber teilweise gut versteckt, weil es auch eine Insel ist, die sehr stark bewaldet ist. Das heißt, es kann sein, dass eventuell auch noch mehr, als wir aufklären konnten, sich dort rumtreiben. Die meisten halten sich, so wie wir es aufklären konnten, aber bei den Gebäuden auf, die auf der Karte auch eingezeichnet sind. Ist aber mit zu rechnen, dass es auch Patrouillen durch den Wald gibt, der auf der Insel vorhanden ist. Genau. Unterstützung gibt es soweit erstmal keine, außer eventuell einen Medivac. Rufname Condor. Dieser könnte euch beim allergrößten Notfall schnellstmöglich ausliegen. Die Piloten sind auch trainiert, in einer heißen Landezone zu landen. Das heißt, sie könnten euch auch direkt vor der Insel abholen, wenn wirklich alle Stricke reißen sollten. Ja. Empfohlen wird, dass man den Angriffsweg auf die Insel über Südosten nimmt. Das heißt, da hat man auch noch eine kleine Insel praktisch im Südosten von Makrinisi, so wie die Insel ja heißt. Da hat man zum Beispiel auch guten Sichtschutz, wenn man auf die Insel vorrückt. Gegebenenfalls kann man von dort aus vielleicht auch nochmal einen kleineren Einblick auf die Insel bekommen. Da ist relativ viel Landmasse, das heißt, dort könnte man auch gut anlanden und erstmal gegebenenfalls noch das Vorfeld auf der Insel auskundschaften. Ja. Dies ist eigentlich ein empfohlener Angriffsweg. Dem Gruppenführer ist es aber freigestellt, den auch abzuwandeln. Genau. Ansonsten dürften soweit dort auf dieser Insel keine Zivilisten vorhanden sein. Natürlich wissen wir nicht, also beziehungsweise haben wir in den letzten Tagen nichts mitbekommen, dass irgendwie Zivilisten verschwunden oder entführt wurden. Von daher gehen wir mal nicht davon aus, dass es auf der Insel irgendwas in die Richtung geben wird. Auszuschließen ist es trotzdem nicht ganz, wenn die doch mal irgendeinen Einsiedler, den sie da irgendwo aufgegabelt haben, mitgenommen haben, etc. Also trotzdem erstmal aufpassen, wohin ihr schießt. Ja. Und besonders aufpassen, das Gewässer
Um die Insel herum ist wurde zwar an die wurde zwar eine Warnung rausgegeben an die Bevölkerung, dass sie sich dort nicht aufhalten sollen. Es gibt trotzdem noch ein paar Leute, die dort mit ihrem Booten vorbeifahren. Das heißt, da auch besondere Vorsicht, dass ihr nicht auf einmal irgendwelche Unschuldigen über den Haufen ballert, die da mit dem Boot vorbeifahren. Mal fragen. Feinstärke war. Feindstärke, circa Gruppengröße. Öffnung. Bewaffnung ist in den letzten Wochen, wo wir da welche von denen in die Finger bekommen haben, hatten die meistens typische Russenwaffen, AK, PKMs etc. dabei. Exfil. Bitte? Infil und Exfil. Kommen wir hin? Wie kommen wir wieder weg? Hinkommen kommt ihr mit Fenix, das heißt, wie gesagt, vorgeschlagener Weg über Südosten, das heißt erstmal schön an der östlichen Küste entlang durch Pyrgos bis runter an Faronaki und dann einfach mit den Fenix, da ja amphibisch, einfach dann auf die Insel verlegen. Aber das ist dem Gruppenführer freigestellt, ihr könnt auch schwimmen, wenn ihr wollt. Kondor Frequenz. Kondorfrequenz ist auf 80,3 über den Führungskanal einfach mit. Wahrscheinlich während des Einsatzes nicht zur Verfügung, wie ich fand. Muss ja Not sein. Ja, im Notfall anfunken, aber momentan sind die noch woanders gebunden, werden sich dann aber gegebenenfalls nochmal anmelden. IED. Frage. User disconnected from your channel. Wir gehen nicht davon aus, dass die Piraten IEDs nutzen. Zumindest ist uns das noch nie untergekommen, dass sie versucht haben, uns jetzt irgendwie mit IEDs User joined your channel. auf den Pelz zu rücken. Natürlich sollte man immer davon ausgehen, dass die zumindest auch Sprengwaffen bzw. Kampfmittel wie Granaten oder sowas besitzen, wobei wir uns da auch nicht hundertprozentig sicher sind. Haben noch nicht ganz so viele Informationen, was die Bewaffnung der Piraten angeht, da die sehr stark variiert von sehr guter Bewaffnung bis extrem schlecht. Noch wer was? Nö. Also Bardos einpacken los.